Abend, hier ist Ihr Nachrichtensender aus Berlin, Mut zur Wahrheit. Haushaltswoche in Berlin. Wieder eine Wutentbranntrede vom SPD-Hamburg-Politiker Johannes Kaas. Diesmal seine Feststellung, Hass macht hässlich. Übereinstimmende Meinung vieler Abgeordneter, was ihn betrifft, scheint das zu stimmen. Was das allerdings mit der AfD zu tun hat, blieb bis zum Ende des Tages unbeantwortet. Die AfD verließ allerdings kurz den Plenarsaal, um außerhalb nach schlüssigen Antworten zu suchen. 356,8 Millionen... Eine Eilmeldung. Gerade eingetroffen. Okay. Eine Eilmeldung. Ist das gesichert? Felsenfest. Deutschland, liebe Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Wie gerade mitgeteilt wurde, ist Frau Dr. Angela Merkel als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zurückgetreten. Und ab wann geht das? Ja, das trifft nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzichtbar. Herr Friedhoff, aufstehen, die Plenarsitzung beginnt gleich. Och, Rocco! Oh, muss das denn sein? Ich hatte gerade so einen schönen Traum. Den erzähle ich dir gleich, obwohl, lass uns erstmal rübergehen. Vielleicht stimmt's ja sogar.